Jo, moin moin, gehen wir direkt in die nächste Übertore-Challenge. Folge 21 ist angesagt und dann schauen wir doch mal direkt, was hatten wir denn in der Champions League, Euro League, Conference League Runde geschafft? Der Jörg hatte begonnen mit einem 2 zu 1 Leipzig gegen City, dann nur ein 1 zu 1 bei United gegen Young Boys Bern. Ja, und die letzte Partie aus der Conference League, ja, die wird noch nachgeholt. To be announced steht hier Spurs gegen Rennes. Corona-Fälle bei den Spurs. Spiel vom Wochenende auch schon abgesagt in Brighton. Ja, gut. Deswegen können wir diese Runde wohl noch nicht endgültig abrechnen. Schon mal vorweggenommen, ich hatte auch Leipzig gegen City. Das 2 zu 1. Ein 3 zu 0 der Bayern gegen Barca. Und als letztes gestern Abend Napoli gegen Leicester. Ein 3 zu 2. Deswegen unter Vorbehalt würde ich sagen, es steht nicht schlecht für mich, dass ich diese Runde gewinne. Aber mal gucken, wann Spurs gegen Rennes nachgeholt wird. Jörg war Gott sei Dank der Einzige, der dieses Spiel gewählt hatte. Und deswegen schauen wir mal, wie der Bestwert jetzt heute ausschaut. Und den haben wir hier eingeblendet. Der Luxemburger, jetzt deklassiert er uns richtig. 14 Treffer hat er geschafft. Und zwar mit den Partien RB gegen City, auch die drei Tore. Dann Ajax gegen Sporting, 4 zu 2, 6 Treffer. Und gestern Sofia gegen die Roma, ein 2 zu 3, ebenfalls 5 Treffer. 14 Buden sind das. Glückwunsch. Im Gesamtranking, ja, da zieht er uns jetzt davon mit seinen 246 Treffern. Stefan Kerber und Schlafner Kogoro bleiben dran mit 233. Heilen auf Platz 4 mit 228. Jörg, da habe ich jetzt die 5 Treffer schon mal hinzugezählt, die er jetzt geschafft hat. 224 reicht immerhin noch für Platz 5. Gut, macht gerne auch diesmal alle gerne wieder mit im angepinnten Kommentar das Regelwerk. Freie Kommentarfelder en masse zur Verfügung. Gut, dann darf der Jörg beginnen. Ja, willkommen auch von mir zur nächsten Runde. International war ja nicht so doll. Auch wenn man noch nicht sagen kann, was bei Tottenham rauskommt, aber die Runde, die geht nicht an mich. Irgendwie nicht die richtigen guten Spiele gefunden. So, kommen wir zurück in die Bundesliga. Schwieriges Wochenende, es überzeugt mich nicht so richtig. Ich hätte gern das RB gegen Gladbach-Spiel genommen, aber Tedesco, weiß ich nicht, was der anstellt mit der Mannschaft. Außerdem, ich glaube, Gladbach, klar, muss da eine Reaktion kommen, aber die Reaktion könnte vielleicht auch erstmal darin bestehen, sich nicht so viele Buden reinschießen zu lassen. Also von daher, unter normalen Bedingungen hätte ich es genommen, so nehme ich es nicht und ich nehme die Bayern gegen Mainz. Hatte auch lang über das kleine Revierderby nachgedacht. Aber ich glaube ja immer noch nicht, dass der BVB richtig gut drauf ist zurzeit. Ich meine, das Spiel jetzt unter der Woche war ein netter Bonus, aber das sagt ja nicht richtig viel aus. Also, die Bayern, auch da bin ich nicht super optimistisch. Mainz kann schon den Laden ganz gut dicht machen, wenn sie wollen, aber bei den Bayern fällt eigentlich immer was ab und die haben es in der Woche nicht fürchterlich ernst genommen, trotzdem gut gespielt. Waren ja auch gegen Dortmund gut, von daher ist es ein logischer Pick. Und für das zweite Spiel gehe ich in die zweite Liga und nehme Schalke gegen Nürnberg. Schalke in letzter Zeit gute Heimspiele gehabt. Da passiert viel. Nürnberg jetzt auswärts nicht unbedingt gegen gute Mannschaften mit so torreichen Spielen. Aber ich glaube einfach, dass Schalke ans Rollen kommt zu Hause. Und dass deshalb im Spiel relativ viele Tore fallen. International gehe ich nach Italien. Zwei Begegnungen, über die ich jetzt relativ lange hin und her gedacht habe. Sassuolo Lazio Rom und Hellas Verona gegen Bergamo. Eigentlich ist der richtige Pick Bergamo gegen Hellas Verona, also in Hellas Verona. Auf der anderen Seite habe ich immer die super Tendenz, Atalanta zu ziehen, wenn sie dann einmal kein torreiches Spiel machen. Da bin ich irgendwie extrem gut drin. Und das andere Spiel, Sassuolo gegen Lazio Rom, das ist, denke ich, nur so ein Spiel, da fallen vier Buden. Ich habe mich aber trotzdem für die risikoreiche Variante entschieden und werde Hellas Verona gegen Atalanta Bergamo nehmen. Mal gucken, ob ich damit richtig liege, aber ich denke schon, das wird ein wildes Spiel. Und dann sollten auch bei einem wilden Spiel viele wilde Tore rauskommen. Das war's für diese Woche.
Ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg beim Wetten und beim Tippen. Haut rein und viel Spaß, macht's gut. Ciao. Ja, ähnliche Überlegungen natürlich, die ich da auch hatte. RB gegen Gladbach, ja, zwei gute Keeper, warte ich auch erstmal ab. In den Bundesliga-Tipps gab es ja einige Spiele von mir, die vier Tore hatten. Könnt ihr hier oben in der Infokarte auch gerne noch reinschauen und auch gerne dort mitmachen. Ja, ich habe mich dann dafür entschieden, auch die Bayern zu nehmen gegen Mainz. Ja, ausschlaggebender Punkt war für mich der direkte Vergleich in den jüngsten Duellen da in München. Da war immer ordentlich was los. Geisterspiel jetzt hin oder her. Da wird es schon irgendwie Möglichkeiten geben. Die Bayern, ja, das war wirklich ein Spaziergang gegen Barca. Mainz ein Team, was natürlich halt auch gute Umschaltmomente finden kann. Burkhardt allen voran. Sicherlich gefährlich für die Bayern-Abwehr. Die Bayern werden ihren Job erledigen. Ich hatte da ein 3:1 getippt, kann mir da natürlich auch durchaus mehr vorstellen. Also den identischen ersten Tipp haben wir. Identisch bei mir, ich gehe auch in die zweite Liga, habe mich allerdings für die Partie entschieden. Lilien zu Gast beim SC Paderborn. Ja, auch dort der direkte Vergleich, die letzten beiden Duelle richtig torreich. Paderborn zuletzt, ja, nicht so torreiche Spiele fabriziert. Gerade zu Hause tun sie sich da schwer. Ich hoffe, das Geläuf ist einigermaßen okay, dass man einen guten Ball spielen kann. Das ist immer so eine Sache zu der Jahreszeit in Paderborn. Aber ich denke schon, Paderborn jetzt mit einem erholten Sven Michel, der war ja im letzten Spiel gelb gesperrt. Zudem die Lilien nach der Heimklatsche dagegen Düsseldorf 1:3, dort auch immerhin wieder Tore gefallen. Sicherlich ambitioniert, da wieder ganz nach oben in der Tabelle zu rutschen. Deswegen werden die da auch offensiv alles reinballern. Gehen immer relativ schnell aufs Tor, haben halt auch Spieler dafür, beide Teams. Auch gute Distanzschützen teilweise, auch ganz gute Momente nach Eckstößen, allgemein Standards. Also da kann, wenn dann frühes Tor fällt, es richtig abgehen. Erwarten mir da auf jeden Fall ein bisschen mehr als ja, hier von der Partie, die der Jörg gewählt hat. Schalke, Nürnberg, ne, Nürnberg an guten Tagen kann einfach gut verteidigen. Gut, dann gehe ich international ebenfalls in die Serie A. Hab mich aber entschieden für Napoli gegen Empoli, Sonntag 18 Uhr. Ja, Napoli hat mir gestern Glück bereitet und ja, Spaß gemacht. 3:2, das war ein munterer Kick und ich denke mal, die können daran anknüpfen. Eine wirklich erfolgreiche Woche dann abschließen. Nächste Woche ist Coppa Italia, da müssen sie noch nicht ran. Empoli schon. Empoli aber auch ein Team, was auswärts mittlerweile wirklich Tore schießen kann, auch durchaus erfolgreich schon war. Deswegen, die werden da halt auch munter drauf loskicken. Das Abwehrproblem bleibt bei Napoli, also dass Koulibaly fehlt. Zudem Insigne, Fabian Ruiz sind wohl am Wochenende auch wieder eine Option. Ja, vielleicht Dries Mertens, der hat ja gestern nur ein paar Minütchen bekommen, hat auch so gereicht. Also wirklich Leicester 3:2 zu schlagen mit so einer Formation nicht schlecht. Deswegen Stimmung gut. Dries Mertens vielleicht von Anfang an war zuletzt auch in einer guten Form. 3:2, 4:2, so meine Wunschergebnisse. Also packen wir es ein und jetzt seid ihr gefragt. Und da unten sind die Kommentarfelder frei. Ballati voll. Gut, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Sportwetten wollen rausgesucht werden. Ich habe da schon ein paar so Optionen. Mal schauen, wann ich es fertig kriege, wann die endgültigen Entscheidungen getroffen sind. Werdet ihr dann sehen, spätestens morgen früh, denke ich. Gut. Also, bis denne.